Evangelium, und zwar das Kapitel 9. Und heute werde ich so ein paar Gedanken reinhauen, die, wo wir ein bisschen springen müssen. Also deshalb strengt euch an heute Morgen, und, aber wir werden es hinkriegen, da bin ich ganz, ganz sicher. Kannst du bitte Matthäus 9 an die Wand projizieren? Ah, das ist mein Handy, ne? Das mache ich mal weg. So. Genau, ich lese mal vor. Wir lesen das zuerst aus dem Matthäus-Evangelium. Übrigens, glaube ich, hier vorne zu stehen, meine Knie haben wie nennt man das auf Deutsch? Gestottert? Ja, also mir, das Deutsche fällt mir auch schwer, weil die ganze Zeit nur Deutsch, Englisch gesprochen haben. Das heißt, wenn ich dann anfange, auf Englisch zu reden, stoppt mich, okay? So, ja, Matthäus 9, ab Vers 18. Während Jesus ihnen das erklärte, kam einer der führenden Männer des Ortes zu ihm. Er warf sich vor ihm nieder und rief: Meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm bitte und leg ihr die Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewandes. Sie litt seit 12 Jahren an starken Blutungen und sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich wieder gesund. Jesus drehte sich um und sah die Frau an und sagte: Du musst keine Angst haben, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenspieler und die aufgeregten Menschen sah, sagte er: Hinaus mit euch! Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute endlich draußen waren, ging Jesus zu dem Mädchen hinein und fasste es bei der Hand, da stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Wir haben in der Bibel 4 Evangelien, Matthäus, Johannes und Lukas und Markus, und sie haben alle oft eine andere Perspektive. Die einen lassen Dinge weg, die anderen fügen Dinge hinzu. Und der Markus, erstaunlicherweise, der eigentlich sehr wortkarg war, hat viel mehr von dieser Geschichte erzählt, als wir in Matthäus 9 lesen. Deshalb lesen wir nochmal jetzt ergänzend dazu Markus 5. Hier heißt es, versucht mal die Details so herauszuhören und zu finden. Jesus fuhr mit dem Boot wieder an das andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See. Als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf, er hieß Jairus, und bat ihn sehr: Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Matthäus Evangelium hat gesagt, sie ist schon tot. Also das war der Matthäus hat das zusammengefasst und einfach nur grob berichtet, um was es da ging. Und hier lesen wir jetzt im Detail, wie es genau abgelaufen ist. Und bat ihn sehr: Meine kleine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen, ja, diese Details fehlen im Matthäus-Evangelium auch, und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen, im Gegenteil. Es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, hier im Matthäus-Evangelium. Sie berührte nicht nur das Gewand, sondern sie berührte eine Quaste. Denn sie dachte: wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Das fehlt im Matthäus-Evangelium, diese Frage. Da sagten seine Jünger zu ihm: Du siehst doch, wie die Menge dich drängt. Und du fragst, da fragst du, wer dich berührt hat? So spinnst du? Ja. Und Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Während Jesus noch mit ihr sprach, kamen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi, den Lehrer, nicht weiter zu bemühen. Jesus hatte mitgehört und sagte zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes.
Als sie zum Haus des Vorstehers kamen und Jesus die Aufregung sah und die laut weinenden und klagenden Menschen, ging er hinein und sagte, was soll der Lärm? Ja, Jesus, ja, du bist gerade fragwürdig. Der Lärm ist ja begründet hier. Warum weint ihr? Er hinterfragt ihre Reaktion. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur, sagt er hier. Da lachten sie ihn aus, er aber warf sie alle hinaus. Gar nicht so lieb, ne? Wie man so denkt. Er warf sie alle hinaus, raus mit euch. Und ging nur mit dem Vater und der Mutter des Kindes und mit den Jüngern, die bei ihm waren, zu den Mädchen hinein. Er fasste es bei der Hand und sagte, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing umherzugehen. Es war nämlich 12 Jahre alt. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen und ordnete an, dem Kind etwas zu essen zu geben. Ja, ich möchte gerne noch beten, bevor ich hierüber spreche. Ich bin noch im Jetlag, mein Gehirn funktioniert noch nicht so richtig, aber ich hoffe, wir schaffen das mit Gottes Kraft und Hilfe. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, dem wir nicht nur in der Bibel, nicht nur durchs Bibellesen begegnen können, sondern du bist ein Gott, der uns auch in unserem Leben täglich begegnen möchte. Du bist ein erfahrbarer und erlebbarer Gott, und wie wir es vorhin von Chiara auch gehört haben, dass du unsere Gebete erhörst und dass du heute vom Himmel her in unser Leben hineinwirkst, Herr. Wir haben Sehnsucht nach diesem lebendigen und allmächtigen Gott. Herr, und ich bitte dich vom ganzen Herzen jetzt in deinem Namen, dass du jetzt in unserer Mitte wirkst, dass du uns ermutigst und uns im Glauben stärkst. Im Namen Jesu. Amen. Ja, diese Geschichte ist eine sehr schöne Geschichte. Wir lesen ganz viel in dem Matthäus-Evangelium, wie er auf der einen Seite Jesus predigt und dann tut er etwas und er macht Wunder, er bewegt Menschenherzen durch das direkte Eingreifen Gottes, durch das Unmögliche spricht er in das Leben der Menschen hinein und bringt ihre ganze Welt durcheinander. Und das ist so schön, das muss ganz oft auch in unserem Leben passieren, damit wir Dinge überdenken und uns wirklich auf Gott einlassen. Und das ist das, was auch Jesus hier gemacht hat. Bevor wir uns darauf einlassen, möchte ich gerne mit euch, kannst du mal weiter? Ich gebe das mal ab, ja, genau. Es ist wie im Glauben, ja, wir müssen auch manchmal Sachen ablegen, damit wir eine gute Beziehung zu Jesus haben dürfen. Sonst kommen Interferenzen rein und wir können nicht mehr so gut hören und dann stört es. Deshalb, man muss raus aus dem Leben mit dem Zeugs. Johannes 3, Vers 17. Und hier geht es mir jetzt um ein Wort in diesen zwei Versen. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das Wort retten, ja, kommt hier vor. Also Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um die Welt zu verurteilen, um mit dem Finger zu zeigen, um zu zeigen, ihr seid so böse und wir könnt ihr nur und so weiter und so fort. Ja, sondern er ist dahin gekommen, um die Menschen zu retten, um sie zu befreien, wie auch immer. Lukas 19 das Gleiche, da heißt es in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, also Jesus, ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das Wort retten steckt hier drin. Ne? Und ich möchte mal ganz kurz mit euch uns das Wort auf Griechisch, Altgriechisch anschauen, einmal weiterklicken, weil das ist das, was in der Erklärung zu diesem Wort steht und was mit dem Wort Rettung eigentlich alles zusammenhängt. Das heißt, immer wenn in der Bibel im Neuen Testament das Wort Rettung, Heilung und so weiter vorkommt, steht dieses Wort, dieses altgriechische Wort Sozo da drinnen. Am Anfang könnt ihr sehen, wie das geschrieben wird. Und dann lese ich einmal mal durch, heil, gesund, unversehrt werden. Ja, oder dass man macht, dass jemand heil, gesund, unversehrt ist, dass jemand wohlbehalten ist, dass jemand heil ist, dass jemand sicher ist, dass jemand gewiss ist, ja? Oder zum Beispiel jemanden gesund machen. Das heißt, überall da, wo das Wort Sozo steht, ja, steht auch das Wort oft Errettung oder Heil. Aber das Wort kann auch bedeuten, jemanden gesund machen, jemanden bewahren. So, und dann wird weiter erklärt, retten. Erstens, jemanden retten im körperlichen Sinne. Also das Wort Sozo bedeutet, also im biblischen Kontext heißt auch, jemanden Sozo, ja, das heißt, jemanden im körperlichen Sinne retten, aus einer Gefahr vielleicht. Oder weiter, sich sicher und gesund machen, beziehungsweise gesund erhalten, ist das gleiche Wort. Oder retten aus Gefahr und Verderben. Oder jemanden bewahren vor Schaden, Krankheit, Unglück und Angriff. Das gleiche Wort, Sozo.
jemanden heilen, das heißt seine Gesundheit wiederherstellen und ihn vor dem Tod retten. Das auch Sozo. Das heißt, wenn Jesus jemand gesozot hat, ja, dann hat er jemanden vom Tod her gerettet. Oder auch jemanden befreien, jemanden gedeihen lassen, bedeutet auch dieses Wort Sozo. Und dann gibt es auch Nummer zwei, jemanden retten im geistlichen Sinne. Das eine oder das andere ist mehr auf deine leibliche, irdische Situation bezogen, also wo du dich körperlich befindest oft. Und das hier ist auf das Geistliche bezogen. Das heißt, vergangene Rettung von Folge der Sünde, von der Verdammnis. Das heißt, jemand von Verdammnis erretten, von Sünde erretten. Da ist auch das Wort Sozo. Zum Beispiel, das heißt, dass Jesus von Sünden herausrettet. Dann wird dort das Wort Sozo gebraucht im Altgriechischen. Oder zum Beispiel gegenwärtige Rettung von bösen Menschen oder von Nöten und Gefahren. Das heißt, wenn ich errettet werde von bösen Menschen, dann wird auch das Wort Sozo gebraucht. Oder auch von Nöten aus der Not heraus erretten, das Wort Sozo wird auch dort gebraucht. Und zum Schluss C, auch jetzt, das ist für uns, was wir am allermeisten mit dem Wort Sozo, mit dem Wort Errettung verbinden. Das heißt, uns von dem zukünftigen Erretten, von dem zukünftigen Gericht und von dem ewigen Verderben. Von dem Gericht und Schrecknissen der zukünftigen Drangsalzeit, die auf uns Menschen zukommen werden. Das heißt, die Bibelübersetzer, wenn sie dann halt dieses Wort genommen hatten und dann das Wort Sozo gefunden hatten, mussten sie immer aus dem Kontext heraus immer entscheiden, was das bedeutet. Bedeutet das jetzt die Errettung, die geistliche Errettung? Bedeutet das jetzt die Errettung aus den Nöten, die Errettung von Krankheiten, die Errettung von Angriffen, die Errettung von bösen Menschen und so weiter? Und ich finde eigentlich diese Bedeutung von dem Wort Sozo, Errettung, ja, heilen, Errettung, bewahren, ja, beschützen, erhalten, ja, eigentlich oft zu klein gepackt in der Bibel. Denn das ist nämlich genau das, was Gott auch oft in unserem Leben tut. Gott, wir haben ja vorhin gelesen in Johannes 3, Vers 17, wenn wir zurückgehen, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten, zu Sozo. Und in dem Wort Sozo steckt all das drin, was ich vorhin vorgelesen habe. All diese Unterteilungen von dem Wort Sozo. Oder auch, der Mensch ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Sozo. Da steckt auch alles andere halt mit drin in diesem Wort Sozo. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Hilfe für uns, weil die Natur Gottes ist es, nicht zu verdammen. Besonders nicht durch Jesus. Er möchte uns Menschen nicht verdammen, obwohl wir Verdammnis verdienen. Wenn wir tief in uns selbst hineinschauen, in unsere Natur, in unsere, wer wir eigentlich sind, wenn wir in die Welt heute auch hineinschauen, in die Kriege hineinschauen, die sich mehr und mehr und mehr sozusagen ausbreiten, dann sehen wir die sündhafte Natur des Menschen, die uns selbst schadet, aber uns auch von Gott trennt. Und Gott will trotzdem die Menschen nicht verurteilen und richten, sondern er möchte die Menschen erretten. Das heißt, sein Herz ist ein ganz anderes Herz als unser Herz. Wir zeigen mit den Fingern, wir verurteilen ganz oft, sogar als gläubige Menschen tun wir das sehr oft, obwohl wir die Bibel kennen, obwohl wir die Wahrheit kennen, trotzdem machen wir diese Dinge und es ist schwierig, davon freizukommen. Und diese Mentalität, dieses Herz der Errettung zu gewinnen, ja, das ist etwas, was wir gerne von Jesus lernen möchten. Und Errettung bedeutet in diesem Fall auch, in Gottes Bild auch, Errettung bedeutet nicht immer, also es kann sein, dass Gott Sozo einen Menschen errettet, er macht an den Menschen ein Wunder, der Mensch wird geheilt durch irgendetwas, durch Gott und wird befreit von irgendetwas, von einer Krankheit zum Beispiel. Das kann aber trotzdem bedeuten, dass eine Facette von Sozo in dem Leben von diesem Menschen noch fehlt. Zum Beispiel, dass der Mensch nicht errettet ist vor dem ewigen Gericht, das eines Tages das eines Tages auf die Menschen kommen wird. Ja? Also Sozo kann auch bedeuten, dass Gott mich aus einer gefährlichen Situation herausholt, ja, und mich vor bösen Menschen bewahrt, bedeutet aber nicht automatisch, dass ich gerettet bin im Sinne auf die Ewigkeit und dass ich, wenn ich sterbe, dass ich zu Gott kommen werde. Ja, also es gibt sozusagen auch eine Rangordnung in diesem Begriff Sozo und natürlich die Errettung der Seele, die Errettung vor dem Verderben, die Errettung vor dem ewigen Tod, das hat die größte Dominanz überhaupt. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist gestorben und er hat, um den Menschen eine Sicherheit, eine Gewissheit zu geben, um ihn zu bewahren, um ihn wiederherzustellen, um ihn zu schützen, um ihm eine Hoffnung für die Ewigkeit zu geben.
zu erretten. Das steckt alles in diesem Wort Errettung drin, uns gar nicht so oft bewusst. Das heißt, wenn du die Bibel liest und dann reinschaust, wo das Wort Errettung steht, kannst du auch das Wort Heilung reinschreiben oder das Wort bewahren oder das Wort beschützen. Also ganz viele Wörter, und deshalb macht es das mit diesem Wort so herausfordernd und schwierig. Das war der Vorspann. Und jetzt möchte ich gerne ein paar der Bilder haben, die ich da mitgebracht habe. Drei Familienbilder. Kannst du die einblenden, Lukas? Irgendeins, ist egal welches. Mach mal das erste. Nummer eins. Also behaltet das, ne? Mit dem Erretten im Kopf, so zu. Könnt ihr das erkennen? Also in Australien haben wir viel gesehen, was Gott geschaffen hat. Und was dort passiert, wie wunderbar und kreativ Gott ist. Wenn du jeden Tag aufstehst und jeden Tag ein neues Vogelgeräusch hörst, denkst du, wann hört es eigentlich auf? Und die machen Geräusche, da kriegst du Angst manchmal vor diesen Dingern, ne? Oder die Frösche, wie laut die sind und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber als wir zurückgeflogen sind jetzt vor ein paar Tagen, waren wir in Singapur. Und ich weiß nicht, war schon jemand in Singapur? Einmal Hand hoch, wer schon mal da war? Du warst da, hast jetzt mal die Innenstadt angeschaut? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also sowas habe ich mit meinen Menschenaugen noch nie gesehen. Vielleicht ist New York auch so eine Stadt. Ich war noch nie in New York. Aber für mich war es das erste Mal, wo ich sowas gesehen habe. Das sind riesige Gebäude, riesige Türme. Und obendrauf ist sowas Schiffförmiges. Und wir sehen zwar riesig aus hier auf dem Bild, aber eigentlich sind wir sehr klein im Vergleich zu. Das ist riesig hoch. Ich habe sogar Höhenangst bekommen, als ich dann auf dieser Brücke da stand und dann sind wir reingegangen und dann da drinnen gab es dann ein Hotel oder was weiß ich, mittendrin ein Fluss und dann die ganzen Einkaufsläden und schalte mal weiter. Und dann sind wir durch das Gebäude durchgegangen, Bild Nummer zwei, und dann haben wir das gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, das ist schon, also es zieht mich überhaupt nicht an. Menschenwerk zieht mich wirklich nicht an. Aber es war sehr beeindruckend. Das ist krass. Also ich habe da gedacht, das ist unglaublich, was Menschen alles schaffen können. Da kommst du in Staunen hinein. Diese Blase da auf der linken Seite, die gehört zu Apple. Die haben sich da auch positioniert. Und dann alle möglichen Banken da oben haben ihre Namen drauf geschrieben. Und hier mitten auf dem See, ja, ein Bild weiter, da saßen die ganzen Leute, da gab es Wasserspiele, die dann immer um 20 Uhr oder so stattfinden. Und egal, wo du hingeschaut hast in dieser Stadt, sowas habe ich noch nie gesehen, nach links und rechts, es war alles kunstvoll. Da gibt es so viel Reichtum in dem Ganzen, da ist so viel Wohlstand in der ganzen Geschichte drin. Das können wir mit Bielefeld nicht vergleichen. Berlin ist ein Kuhdorf im Vergleich zu dem hier. Also nicht persönlich nehmen, Berliner, falls jemand hier aus Berlin kommt. Aber das war wirklich krass. Also da habe ich wirklich gesagt, Hut ab, ja. Und trotzdem, jetzt können wir wieder zurückkehren zu Markus Kapitel, vielleicht nehme ich es raus, lass mal hier rein. So, zurückkehren zu Markus Kapitel 5, ich werde nämlich Markus lesen, weil da einige Details sind, die mir gut gefallen. Und hier in Markus 5 lesen wir, hier ist eine Frau, die 12 Jahre lang, die eine Krankheit gehabt hat. Und Menschen konnten ihr nicht helfen. Und genauso ist es in der heutigen Zeit. Diese Frau ist so ein gutes Beispiel für die heutige Gesellschaft. Auf der einen Seite schreien wir, wie großartig wir sind. Guck mal, wie tolle Türme wir bauen können. Guck mal, die Technologie und die KI und unsere Flugzeuge und Panzer und Raketen. Und so viele Dinge haben wir geschaffen. So viele Dinge können wir machen. Aber so oft können wir einem Menschen in wahrer Not nicht helfen. Wenn es zu einer Herzensnot, zu einer Seelennot kommt, stehen wir oft alleine da. Genauso wie auch diese Frau, die 12 Jahre ihres Lebens, sie hat ihr ganzes Vermögen genommen und ist von Arzt zu Arzt mit dem damaligen Kenntnisstand der Medizin, ist sie hingegangen. Und ich weiß nicht genau, wie es ihr ergangen ist, aber es hieß, sie hat viel gelitten unter diesen ganzen Dingen, die sie gemacht hat. Vielleicht haben sie verletzt, vielleicht haben sie irgendwas durchbohrt, irgendwas herausgekratzt. Ich weiß nicht genau, was sie mit ihr gemacht haben, aber sie ist durch die ganzen Schmerzen hindurchgelaufen. Auf der Suche nach der endlichen Lösung für ihr Problem. Und ich bin begeistert von dieser Frau, weil sie 12 Jahre lang dran geblieben ist. Sie hat nicht aufgegeben.
Ich weiß nicht genau, wie ihr seid als Menschen. Ich bin so ein Mensch, nach einer gewissen Zeit finde ich mich ab. Dann habe ich halt das Problem. Dann muss ich halt damit klarkommen. Aber diese Frau, 12 Jahre lang, ist dran geblieben an diesem Problem. Und das war kein einfaches Problem. Im Judentum, damals besonders, wenn eine Frau ihre Blutung hatte und sie hört nicht auf, das war ihr Problem. Sie hörten einfach nicht auf. Sie hatten keine Binden, sie hatten keine coolen Slips oder Unterhosen, sondern das war ein Problem, ständiges Problem. Sie musste ständig irgendwo hin und sie durfte auch nach dem Judentum, sie durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Stell dich mal das vor. Weil sie würde andere Menschen verunreinigen dadurch. Das heißt, sie war von der Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen. Und sie hat alles probiert. Und das, was mich fasziniert, ist, sie hat nicht aufgegeben zu hoffen, dass es eine Lösung für ihr Problem gibt. Wie oft geben wir in unserem Leben auf? Wir haben ein Problem und wir können das Problem nicht lösen. Und dann geben wir auf. Wir finden uns damit ab. Ja, nehmen wir Süchte zum Beispiel. Jemand hat eine Sucht, Alkoholsucht. Ja, und dann hast du dir ein paar Tage Mühe gegeben und so weiter und so fort. Und dann hast du wieder einmal getrunken. Ja, und dann ist dein Glaube wieder im Keller und du gibst auf. Ich bin ewig sowieso nutzlos und wertlos und ich schaffe das sowieso nicht. Und dann schreibst du dich innerlich ab. Ehen, wir haben in den Ehen haben wir probiert, aneinander gearbeitet und am anderen war es gut und dann wurde es irgendwie mittelmäßig und dann schlecht und irgendwie sieht alles schlimm aus und nach 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren geben wir auf. Manchmal kämpfen wir mit Sünden, gewissen Sünden, wir kämpfen gegen die und die packen uns und die Begierde kommt wieder hoch und es fühlt sich so toll an und dann mache ich das und dann bereue ich das. Ich habe 1 Jahr gekämpft, 2 Jahre gekämpft, 3 Jahre gekämpft. Naja, ich kann es nicht mehr ändern, also gebe ich es auf, dann sündige ich halt einfach weiter. Oder manchmal, was mich am allermeisten an mir packt, ist Transformation, Veränderung. Ich möchte eigentlich mal als Mensch eines Tages aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, boah, das ist der Michael, den ich immer haben wollte. Ich habe so einen idealen Michael, der immer stark ist, der immer fröhlich ist, gnädig ist, barmherzig ist, der Menschen zu Jesus führt, der betet und Gott wirkt und so weiter und so fort. Und nach 12 Jahren siehst du immer noch der gleiche Mist. Immer noch der gleiche Michael, die gleichen Charakterzüge und so weiter und so fort. Oder auf Errettung. Wir haben nach Errettung gesucht, wir haben in Religion geschaut, wir haben alles Mögliche probiert, meditiert und wie auch immer und so weiter. Wir finden immer noch keinen Frieden für unsere Seele. Mann, selig bist du, wenn du ein Mensch bist, der nicht aufgibt. Der immer noch diese Hoffnung in dem Herzen trägt. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du diese Hoffnung verloren hast, dann fange wieder neu an zu hoffen, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei uns Menschen sind sie unmöglich. Vielleicht auch in deinem Dienst, in dem Wirken Gottes, vielleicht auch wir als Gemeinde. Wir haben so viele Jahre probiert. Naja, und dann, ich bin halt auch so als Mensch, das ist meine Natur, ich bin ein Realist, der zum Pessimismus neigt. Ja, es gibt ja Menschen, die sind Optimisten, ja, die sind im Sägewerk, Arm wird abgesägt, die heben dran, machen ein bisschen Tesafilm weiter und machen fröhlich weiter. Ich nicht, für mich ist das Leben vorbei. Ja, bei Kleinigkeiten manchmal. Deshalb fällt mir auch der Glaube auch oft so schwer, weil Realismus und Glaube sind sich im Wege. Ich wäre einer von den Jüngern, der gesagt hätte, Jesus, sag mal, was ist los mit dir? Wenn jemand hier da, so viele sind da, die dich berührt haben. Ich wäre derjenige, der gelacht hätte, innerlich zumindest. Ich hätte auch gesagt, was will der denn hier? Realismus, Verrückter, so ein Spinner. Aber Gottes Glaube hinterfragt meinen Realismus und fordert ihn heraus. Michael, dein Realismus ist falsch. Mit mir ist er nicht angebracht. Du musst umdenken, du musst deinen Realismus verwerfen und anfangen, aus dem Glauben heraus zu leben. Jobsituation, wie sieht es damit aus? Du hast da lange gekämpft, lange gekämpft, lange gekämpft. Und nichts passiert. 12 Jahre gekämpft. Das kennen wir alle. Wir haben alle solche Lebensbereiche, die uns so herausfordern. Da will man das Handtuch werfen. Da will man aufgeben. Und sie als eine eigentlich jüdische Frau, also eine religiöse Frau, kann auch sagen, Gott, warum lässt du das in meinem Leben zu? Warum lässt du mich unrein sein? Warum schließt du mich aus der Gesellschaft aus? Warum kann ich an deinen Gottesdiensten nicht teilnehmen? Mann, das ist so hart. Und so viele Menschen der heutigen Zeit sind genauso auf der Suche nach einer Lösung für ihr Problem und können das in dieser Erde nicht finden. Wir können fette Häuser bauen, wir können Raketen auf den Mond schießen, aber wir können Menschen in ihrer Not nicht wirklich begegnen und helfen.
Das kann nur der lebendige Gott. Und das ist das, was Jesus, dieses Licht, welches er da reingebracht hat, das ist unglaublich. Und diese Frau, sie hat nicht den Heiligen Geist, so wie wir es haben. Ja? Diese Frau, sie war keine Jüngerin von Jesus. Sie hat von Jesus gehört und sie hat irgendwie in ihrem Herzen, hat sich entschieden zu glauben. Und dann hat sie einen Plan entwickelt. Das gefällt mir so an der Frau. Haben wir Pläne in unserem Leben? Glaubenspläne? Oder liegen wir einfach und machen gar nichts mehr, weil wir aufgegeben haben? Diese Frau hat einen Glaubensplan. Wenn ich von hinten ankomme, ja, und dann nur diese Quaste berühre. Das Wort nur ist ganz wichtig. Das heißt, weil das war ihr schwer, sie war ja in der Volksmenge und sie ist eine Unreine, sie darf keinen berühren. Sie muss alleine sein, isoliert sein eigentlich. Und sie ihre Not treibt sie heraus. Sie wagt es. Sie geht in die Kirche, sozusagen. Menschenmenge. Und dann dort, wenn nur. Und dieser kleine Glaube, den sie hatte, dieser kleine Glaube, nur. Und in dem Moment, wo sie diese Quaste berührt. Übrigens, sie wird nicht geheilt durch diese Quaste. Die Quaste hat keine magische Kraft, sondern das ist der Glaube in ihrem Herzen. Sie glaubt, dass dieser Mann, der diesen Mantel, dieses Gewand trägt, diese Kraft wirkt sich auch auf sein Gewand aus. Und wenn ich nur in seine Nähe komme und nur seine Quaste berühre, dann werde ich geheilt. Und in dem Moment, wo sie nach ihrem Glauben handelte, passiert eine körperliche Heilung. Wunder passiert. Übrigens diese Quaste, mal nochmal ein anderer Gedanke zu dem. Ich lese es mal einfach vor. In 4. Mose 15, 38 steht, da sagt Gott damals, also Mose, sagt Folgendes. Sagt den Israeliten, dass sich Quasten an die Zipfel ihrer Obergewänder nähen. Das gilt auch für kommende Generationen. Das heißt, Gott hat hier eine Kleidervorschrift vorgegeben für die Juden. Und an jeder Quaste, also Quaste ist halt so ein Ding, so eine kleine Schnur und da hängt so eine Art Glöckchen aus Stoff dran oder kann unterschiedliche Formen haben, aber es ist auf jeden Fall was Kleines. Und an jeder Quaste soll eine violette Kordel sein. Und wenn ihr die Quasten seht, solltet ihr an alle Gebote Jahwes denken und sie einhalten. Ihr sollt euch nicht von euren Herzen und Augen zu Untreue verführen lassen. Das heißt, wenn sie dann sozusagen, also jeder Jude sollte sozusagen ein Gewand tragen mit diesen Quasten. Und diese Quasten sind eine Erinnerung an die Gebote Gottes. An all die Gebote Gottes, die Gott gemacht hat. Ganz viele Quasten, die uns daran erinnern, was Gott angeordnet hat. Das heißt, ich gucke in den Spiegel, wenn sie einen Spiegel hätten, dann hätten sie gleich gesehen, Gebote einhalten. Ja, und all dieses Gezappele und Gerappele, Gebote einhalten. Das war eine Erinnerung für sie. Und wenn ihr die Quasten seht, genau, und dann sollt ihr euch von euren Herzen, euren Augen nicht zu Untreue verführen lassen, sondern an all meine Geboten, an alle meine Gebote denken und sie tun. Und ihr sollt eurem Gott heilig sein. Das heißt, was Jesus hier hatte, er hatte diese Quasten und die waren Gott gewollt. Das heißt, Gott hat das so angeordnet. Und die Frau berührte eine dieser Quasten, also eine dieser Erinnerungen an das Gebot Gottes. Da kam sie hin und berührte ja diese Quaste. Und in Matthäus-Evangelium fällt das dann natürlich weg, aber im Markus-Evangelium entblößt Jesus diese Frau. Und ich habe mich gefragt, warum tut er das? Warum entblößte er diese Frau? Was denkt ihr? Ruft mal einfach mal rein. Was ist so eure Theorie? Warum entblößt er diese Frau? Warum vor all den Menschen, diese Frau, die eigentlich nicht hier sein darf, warum macht er sowas Brutales und entblößt diese Frau? Bei anderen hat er gesagt, er heilte sie und sagte, erzähl es keinem. Geh nach Hause. Geh zu deiner Familie. Oder zeig dich dem Priester, aber das war's. Warum bei der Frau? Warum diese Entblößung? Was denkt ihr? Hat jemand eine Idee? Glaube? Okay. Noch jemand? Ich habe keine Ahnung darauf. Ich möchte gerne von euch hören. Also falls ihr eine Idee habt. Um mit dir ins Gespräch zu kommen, ja? Dass das Wunder rauskommt, ja? Noch jemand? Also dass andere von ihr lernen können. Und du, ich glaube, du kommst im Ganzen ganz nah. Du hast gemogelt, oder? Hast du was gelesen bei mir hier? Nein. Nein, also ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Es gibt viele Gründe wahrscheinlich. Aber der Punkt ist ja, das Wichtigste ist, auch wenn Gott so einen Schritt mit uns macht, Gottes Herz ist immer so.
immer Errettung. Sei es körperlich, sei es seelisch, sei es geistlich. Eins davon trifft immer auf uns zu. Gott möchte immer erretten, immer befreien, immer heilen, in irgendeiner Form. Wir erleben es ja. Gott hat auch eine Willkür. Gott hat seinen Willen. Ja? Nicht immer heilt er alle. Wir beten für einige Dinge und dann heilt Gott nicht. Wir haben in Australien auch zwei Erlebnisse gehabt. Ein Erlebnis war, wir waren da im Busch, komplett weit weg, abgeschnitten. Es gab eine Flut, Straße war dicht und zu. Das heißt, wir können da nicht raus. Und dann plötzlich fing an, über Tage hinweg, mein Knie an weh zu tun. Upsa, ist okay. Fing an, mein Knie weh zu tun. Das heißt, ich muss stillreden, okay. Und das ging von Nacht zu Nacht, wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und Josef und ich haben noch Basketball zusammen gespielt. Da gab es ein Basketballfeld im Busch. Was sehr interessant war. Auf jeden Fall, wir haben eine gute Zeit gehabt und dann nach einer so einer Basketball-Session nach Hause gekommen und dann nachts konnte ich im Bett mein Bein nicht mehr anheben. Das hat so weh getan. Ich habe Sarah gesagt, sowas habe ich noch nie gehabt. Ich habe Angst bekommen. Ich dachte, okay. Dann denkst du, oh Mist, meine Auslandsversicherung, ich habe es nicht abgeschlossen. Ich wollte es doch machen. Das heißt, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, operiert werde oder was weiß ich und so weiter und so fort, dann werden wir ewig viel Geld bezahlen. Ja? Und dann will ich im Krankenhaus liegen, hier in Australien. Und dann am nächsten Tag aufgestanden, irgendwie mit großen Schmerzen raus, konnte kaum gehen und so weiter. Und dann noch einen Tag so durchlebt und dann am nächsten Tag haben wir uns hingesetzt und gesagt, komm, lass mal beten. Ja, und dann haben wir für meine Knie gebetet, meine Kinder haben gebetet, meine Frau hat gebetet, ich habe gebetet und so weiter und so fort. Und während des Gebetes war schon eine Erleichterung am Knie da. Und ich bin halt der Realist. Na, mal testen und dann... Es war nicht die sofortige Heilung, wie ich sie erwartet habe. Ja? Und dann im Laufe des Tages gingen diese Schmerzen weg. Und noch am gleichen Tag habe ich noch mit meinem Sohn wieder Basketball gespielt. Ich sagte, wie geht das? Wie ist das möglich? Ja, mein Realismus. Aber Gott wirkt. Gut, dieses Mal hat er gewirkt. Andere Mal habe ich für andere Leute gebetet oder wir haben gebetet und da ist nichts passiert. Und ich glaube, es passiert immer etwas. Auch wenn es keine körperliche Heilung ist, so gibt es eine seelische Aufbauung, ein geistliches, ein Körper, wie auch immer. Gott entscheidet in diesem Moment, auf welche Art und Weise er so mit uns machen möchte. Und darauf können wir immer vertrauen. Deshalb dürfen wir mutig für andere Leute beten. Auch wenn der Mensch nicht geheilt wird. Auch wenn es keine spontane oder Superheilung geben wird in dem Moment. Trotzdem wird irgendwas am Menschen, geistliches, göttliches passieren. So eine rettende Kraft wird wirksam werden. Deshalb dürfen wir im Glauben, im Gebet nicht matt werden und uns auch nicht ermüden lassen, auch nicht durch Misserfolge. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, und diese Frau, Jesus hat sie entblößt, richtig, da sind. Jesus hat sie entblößt. Und sicherlich, ich weiß nicht genau, wie sie, vielleicht hätte sie sich im Nachhinein schuldig gefühlt. Habe ich so überlegt. Im Nachhinein hätte sie vielleicht gedacht, was habe ich hier gemacht? Ja? Ich habe Gott irgendwie betrogen und ich habe den Segen geklaut oder wie auch immer und so weiter und so fort. Und vielleicht wollte Jesus das machen. Aber dann habe ich eine Bibelstelle gefunden, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was Jesus hier eigentlich gemacht hat. Und da hat meine Frau eigentlich, glaube ich, gut ins Schwarze getroffen. Und zwar heißt es dann, in Markus 6, Vers 56 heißt es, das ist danach, also das ist dann ein Kapitel danach, ja, in Markus 5 ist das passiert, Markus 6 kommt diese Stelle. In allen Dörfern und Städten und Einzelhöfen, in die er kam, legten sie die Kranken ins Freie und baten ihn, sie nur die Quaste seines Obergewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Diese Frau hat eine Bewegung gestartet. Eine Quastenheilbewegung hat sie gestartet. Sie hat eine Bewegung gestartet, die den Menschen so viel Mut gemacht hat. Das heißt, ich muss nicht wirklich ganz tief mit ihm reden. Ich muss mich nicht mit ihm einreiben. Wenn ich nur, sie hat einen kleinen Funken in den Menschen geweckt und Jesus hat das offenbart und hat ihre Schwäche genommen und hat sie zu einer Ermutigung werden lassen für viele andere Menschen, dass sie dann angefangen haben, den Wunsch zu haben, es hat sich rumgesprochen, dass wir eine Quaste berühren dürfen. Die heilende Wirkung. Und für Jesus war das recht, denn er wusste ganz genau, wenn sie so ein kleines Wunder erleben, das wird ihren Glauben stärken. Denn er will erretten, er will so für alle Menschen. Das ist sein Herz.
Dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube ist keine Konstante. Das habe ich ganz oft schon hier gesagt. Ich entdecke es immer wieder. An einem Tag habe ich den Glauben, ich sage es mal übertrieben, Berge zu versetzen. Am anderen Tag habe ich den Glauben, da schaffe ich es gerade mal, die Bettdecke vom Körper zu heben. Und ich merke, dass es immer wieder, dass wir immer wieder eine Erinnerung brauchen, eine Ermutigung brauchen, eine Ermutigung durch das Wort, eine Ermutigung voneinander im Glauben voranzukommen. Und hier noch ein anderer Mann, der auch in großer Not dann zu Jesus gekommen ist. Und sie sind an den Punkt gekommen, wo Jesus nicht mehr kommen brauchte. Komm, wir haben gebetet, wir haben es versucht, nichts ist passiert. Im Gegenteil, ist alles noch schlimmer geworden. Lass uns aufgeben. Du brauchst den Lehrer nicht mehr beunruhigen. Und dann sagte Jesus ein Wort zu diesem Mann. Und das Wort möchte ich euch heute mitgeben. Weil der Frau sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Und zu dem Mann sagte er in Vers 36, Jesus hatte mitgehört und sagte zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Manchmal ist das so, wir kommen zu Jesus und dann werden Dinge schlimmer, statt dass sie besser werden. Plötzlich wird das Unheil immer größer in unserem Leben. Und in diesem Moment sagt Jesus dann zu uns in unserem Herzen, fürchte dich nicht, glaube nur. Das heißt, bleibe dran mit deinem Glauben. Lass dich durch das, was die anderen Menschen oder die Situation in deinem Leben gerade in dein Leben hineinpredigen möchte, lass dich nicht verunsichern, sondern glaube nur, halte fest an dem Glauben. Eine Erfahrung, eine andere Heilerfahrung, die wir komischerweise war das unsere Vorbereitung für die Predigt vielleicht hier, die wir gehabt haben. Meine Frau hat seit mehreren Tagen, als wir da nach Adelaide gekommen sind, aus dem Busch raus, hat sie angefangen, auf diese Matratze Rückenschmerzen zu bekommen. Ja, und dann sagt sie zu mir, hat sich immer so bewegt und gekrümmt und so weiter. Sagt sie so, Michael, kannst du bitte mir eine Massage geben? Und ich so, ich bin so schlecht in Massagen geben. Ne? Am Ende reibst du den Rücken die ganze Zeit, Realist, ne? Und dann wird es eh nicht besser. Also nicht nach meiner Massage. Ja, vielleicht jemand anders. Und dann sagte ich so frech, aber ich kann für dich beten. Ja? Und habe dann meine Hand aufgelegt und einfach Jesus dann gedankt und gebeten dafür und sie gefragt nach dem Gebet. Und ist es besser geworden? Sie sagte, nee. Ja, ich so, ja, Michael, typisch. Das ist meine normale Erfahrung, wenn ich für Leute bete, das ist die normale Erfahrung. Aber irgendwie kam ein Gefühl hoch und sagte ich so, es wird noch besser werden, warte ab. Am nächsten Tag steht sie auf, ja, und die Rückenschmerzen waren komplett weg. Und von diesem Zeitpunkt an hatte sie gar keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Also hier hat Gott so zugemacht, wieder auf diese Art und Weise. Er hätte es auch nicht machen müssen. Er hätte trotzdem ermutigen können. Durch meine Geste hätte er meine Frau einfach nur ermutigen können und stärken können. Aber Gott griff ein und ermutigte uns. Und sie sagte, ja, es ist komplett weg. Komisch. Es wurde immer schlimmer, 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 schlimmer. Und plötzlich war es komplett weg. Genauso wie auch meine Erfahrung. Der Herr hat uns ermutigt in diesem Bereich. Der Herr möchte immer so zu. Der möchte uns immer erretten, helfen, heilen. Stärken, schützen, bewahren. Das ist das Herz Gottes, welches durch Jesus Christus offenbart wurde. Und der Mann ging mit Jesus hier mit und die Menschen lachen über den Glauben, Realismus lacht über den Glauben, aber der Mann, und ich vermute mal, er glaubt an Jesus, er protestiert nicht, er sagt nicht, ach Quatsch, Jesus, das ist vorbei, und in einer äußerst hoffnungslosen Situation. Wisst ihr, wie schwierig es ist, Glauben zu haben in einer äußerst hoffnungslosen Situation? Es ist einfach, Glauben zu haben, wenn es dir gut geht. Aber wenn alles vorbei ist, wenn der Tod da ist, wenn die Situation hoffnungslos ist, wenn du deinen Job verloren hast, wenn die Ehe kaputt ist, wenn die Krankheit so stark geworden ist, in diesen Momenten Glauben zu haben, ist eine große Herausforderung. Aber Jesus sagt in diesem Moment, glaube nur. Deshalb möchte ich euch heute drei Dinge mitgeben aus dieser Geschichte heraus. Kannst du mal weiterblättern? Dein Glaube wird dich so, habe ich geschrieben. Dein Glaube wird dich erretten. Ich weiß nicht wie, in dieser Bandbreite, die ich vorhin genannt habe. Wenn du zu Gott kommen wirst, wird Gott dich erretten. Wenn du ein Mensch bist, der immer noch in dem Herzen keinen Frieden hat, der immer noch keine Heilung in der Seele hat. Und wenn du zu Gott kommst und nur diesen kleinen Glauben aufbringst, wenn ich ihn nur ein bisschen berühre, wenn ich sein Gewand berühre, so wirst du diese Heilung in deinem Leben erfahren. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diesen Frieden noch nicht hast, heute zu Jesus zu kommen. Haben wir heute Gebetsleute hier? Wer betet? Hand hoch. Da hinten die zwei, Doro, Jessica und Johannes, werdet hier vorne stehen? Genau, vorne stehen. Wenn du ein Anliegen hast, wenn du in deinem Herzen Unfrieden hast, wenn du ein Gebet brauchst und der Glaube in dir reicht nicht aus, dann gehe auf sie zu und sie werden mit dir gemeinsam beten, damit du Frieden kannst in deiner Seele, damit du so zu erleben kannst, deiner jetzigen
Situation. Nächste Folie. Glaube nur, vielleicht bist du lange schon dran an eine Situation. Ja, und du merkst, dein Glauben ist, du hast lange für Leute, die irgendwie in einer schwierigen Situation sind und nichts ist passiert. Du betest lange für deinen Job, du betest lange für andere Menschen, dass ihnen geholfen wird. Glaube nur, harre aus, halte fest, sei geduldig, bleibe dran. Und glaube nur, lass uns das lernen, auch in solchen Situationen Gott weiterhin zu vertrauen. Auch wenn nichts passiert, scheinbar nichts passiert, trotzdem an Gott nicht zu verzagen. Und als Letztes, mache dir Quasten. Das war für mich so, irgendwie, das ist für mich so ein Quasten, mache dir irgendetwas. Das heißt, für Gott ist es in Ordnung, sich ein Gewand zu machen, welches mich an die Gebote Gottes erinnert. Mache Quasten, die dich stärken in deinem Glaubensleben, weil der Glaube an selbst keine Konstante ist. Der rutscht ab. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, welche Quaste ich mir machen lassen werde durch meine Tochter Sophia. Zum Beispiel Gebet. Genau, richtig, weiter. Gebet. Ich möchte, dass meine Tochter ein Bild für mich malt. Das ist meine Quaste. Das ermutigt mich. Diese Stelle hat mich ermutigt. Wenn ich ins Gebet komme, möchte ich mich zuerst an die erste Liebe erinnern. Gott hat mich zuerst geliebt, nicht ich ihn. Und wenn ich zu ihm komme, dann will ich mir bewusst machen, ich wurde errettet durch Gnade. Ich habe nichts gemacht, es ist ein Geschenk von ihm. Und dann, wenn ich zu ihm komme und zu ihm bete, möchte ich mich selbst fragen, Michael, glaubst du überhaupt, dass Gott jetzt dir begegnen wird? Glaubst du, dass du jetzt hier nicht nur einen theoretischen Gott hast, sondern einen richtigen, wahren, lebendigen Gott, der dich erhören wird? Und dann glaube, dass nichts unmöglich ist für Gott. Und mir ist das so bewusst geworden, weil ich habe in mein Leben hineingeschaut, das sind meine Hauptschwächen eigentlich, mit denen ich immer wieder zu kämpfen habe. Und mir immer wieder, wenn ich dann wieder zu Gott finde, stoße ich mir an den Kopf und sage, warum kapierst du es nicht endlich mal? Und da habe ich gemerkt, ich brauche Quasten. Ich brauche Unterstützung, ich brauche äußere Hilfe in meinem Leben, die mir hilft, an das Wort Gottes mich zu erinnern, an seine Versprechen zu erinnern. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ich weiß nicht genau, wo du heute in deinem Leben stehst. Du kannst dich selbst prüfen, selbst fragen. Und wenn du merkst, dass du irgendwie alles selbst managst, aus eigener Kraft tust, vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, weißt du was, Herr? Ich möchte das an dich abgeben und ich werde dir vertrauen, denn du bist mein mächtiger Gott. Und dich werde ich erleben, denn du bist mächtig und kräftig. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr Jesus, du hast uns auf diesen Lebensweg geschickt, den Glaubensweg geschickt. Du bist gekommen, um den Glauben in unseren Herzen zu entfachen. Auf unterschiedliche Art und Weise wirkst du durch dein Wort und Wunder und Zeichen und Begegnung mit dir. Wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich möchte dich vom ganzen Herzen bitten, Herr, dass du heute uns einen Ruck in unserem Herzen gibst, dass wir anfangen zu glauben, zu vertrauen oder wieder neu anfangen zu glauben, zu vertrauen, um den lebendigen Gott in unserem Leben zu erfahren und zu sehen, dass du mächtig bist, dass du stark bist, dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, dass du so zu bist, dass du erretten willst und nicht verdammen willst. Im Namen Jesu. Amen.